So, meine lieben Freunde, hier bin ich wieder. Ich habe schon mal im Baumodus die Fenster aufgerufen. Ja, und gucken wir mal an, was es hier so für Fenster gibt. Hier gibt es jetzt so ein Fenster. Oder nehmen wir so eins. Kleines Kreuz, naja, das finde ich jetzt nicht so besonders. Ja, nee, Halbbogen will ich nicht. Das große Wandloch. Bullaugen, nee. Matrosenausblick, ja. Drei sitzende gute Hunde, was? Wieso nenne ich das denn drei sitzende gute Hunde? Komisch. Wie würde das denn zum Beispiel hier aussehen? Aber Dreierfenster, das ist, ich weiß nicht. Küstenluke. Das ist groß. Aber die kleinen Dinger, ich weiß nicht, finde ich nicht so besonders. Ein kleines, dann haben wir so ein längliches. So ein großes. Ja, die sind hier alle so. Energie, sowas hier zum Beispiel. Dann hätte ich da noch was. Das sieht aus wie so ein Spiegel hier. Mega-Fenster. Das ist so groß. Hat so eine Form. Nee. Okay. Nee. Nee, 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 nee. Es werde mehr Licht. Das kostet aber 235. Halleluja. Das ist groß. Nee, so groß jetzt auch wieder nicht. Einfaches Erkerfenster. Oder sowas hier. Das sieht dann so aus. Kann man nach links, nach rechts gucken und in die Mitte sozusagen. Nee, ich nehme normale Fenster. Das ist ja. Dann mache ich das so, dass ich hier so ein Energiekönig. Und dann machen wir es. Ja. Das ist aber klein. Guck mal, wie klein das ist. Wenn wir hier essen und kochen. Ja. Und das wäre hier dann Wohnzimmer. So. Oder hier, wo die Katzen draußen gucken könnten, zum Beispiel. Oder nehmen wir doch etwas Größeres. Das ist irgendwie, keine Ahnung, das könnte ein Toilettenfenster sein. Zum Beispiel hier.
bei den ganzen Toiletten. Da würde es eher hinpassen, würde ich mal sagen. Oder vielleicht auch im Schlafzimmer. Ich nehme die Kleinen für die Toilette. So, wenn die dann mal gekackert oder was haben, dann können die das Fenster aufmachen. So. Dann gibt es mittlere Fenster. Das sind die Dinger hier. Draußen vor der Scheibe. Ja, Alter, ist das riesig. Guck doch mal an, wie groß das ist. Das geht ja richtig von der Decke aus bis zum Boden, ey. Wie eine riesen Eingangstür oder sowas in der Art. Das könnte auch ein Gartentor sein. Nee. Draußen vor der Doppelscheibe. Das ist so. Alter, das ist riesig. Nein. Und hohe Fenster? Das sind. Nee. Okay, warte mal. Dann für die Wohnung. Wie sieht denn sowas aus hier? Für Schlafzimmer? Für das Schlafzimmer. Ja, es geht. Kann man machen. So. Moderne Markise. Ich weiß nicht, soll ich das fürs. Das wäre so länglich fürs Wohnzimmer zum Beispiel. Ha. Ich würde mal sagen, ein Fenster kommt so hier, wo die Katzen sind. Dann könnten die Katzen da mal so nach draußen gucken zum Beispiel. Würde ich das auf dieser Ebene machen. So. Und ein Fenster kommt dann so etwa hier die Mitte ungefähr hin. Würde ich mal sagen, da in etwa. Und dann noch eins hier für die Küche. So, sind es nicht alle in gleicher Höhe, aber ist ja egal. Hauptsache, da kommt dann so ein bisschen Licht rein. Im Schlafzimmer braucht kein Fenster, da schlafen die ja. So, fürs Wohnzimmer habe ich rote Tapeten. Aber der Boden ist komisch, dass wir da zwei verschiedene Farben haben und ich das irgendwie nicht so wegbekomme, aber naja. Für das Schlafzimmer oder die Schlafzimmer habe ich ja mehrere. Wäre es vielleicht mit Blau? Hier ist das Badezimmer. Ja. Das ist auch nur so. Wieso ist es da so komisch? Verstehe ich nicht. Wieso ist das denn da? Hä? Wieso ist das da nur so halb?
Merkwürdig. Warte, dass da oben nicht geht. Das ist auch wieder so zwei. Das ist echt komisch. Toilette machen wir auch blau. Was habe ich denn da für komische Wände gehabt jetzt genommen oder wie auch immer, weil das so. Habe ich da nicht die richtigen Wände genommen oder was, weil das so schräge ist? Merkwürdig. Die Toiletten. Irgendwie sieht man das nicht so bei den Toiletten. Huch. Nein, warte mal. Das verstehe ich jetzt nicht. Da zwei verschiedene Farben haben und die Wände sehen so schräge aus und überhaupt. Aber von außen ist doch merkwürdig. Ich mach mal den Briefkasten hier hinstellen. So, nah an der Tür. Okay. Aber für außen brauchen wir ja noch eine, ja, eine Wand. Fels und Stein, Mauerwerk. Blau. Vier Ecken zum Glück. Wäre ja nicht grün. Das sind die Backsteine. Klar, das kennt man, das sieht dann so aus. Ist aber auch zu klassisch irgendwie. Oha, das ist wieder so. Wie würde das aussehen? Doppelt. Ja, das ist auch wieder so, ne? Diese Backsteine. Backsteine. Einfach nur blau. Naja. Ist ja eher auf so ein Badezimmer oder was weiß ich wo. Ah.
Wie sieht das aus? Nee, ich weiß, das sieht so komisch aus. Nadelstreifenkörner. Nee. Doppelt gemoppelt. Nee. Hier ist das auch so. Das kann auch für die Wohnung, fürs Wohnzimmer was sein. Passt ja auch gut. Huch, ich will nicht in den Keller. Noch nicht. Leerlauf. Was haben wir denn hier? Wie sieht denn das aus? Ich glaube, Paneele. Nee. Verkleidung. Abgerundete Ecken. Sieht aus wie Honigbarm oder so. Ja. Ja. Also dasselbe eben so. Sieht auch wieder so ähnlich aus. Das sieht eher aus wie Holz. Auch wieder Backsteine. Länglich und dann. Nee. Fels und Stein. Ja, das ist auch meine Mann. Boah, Alter. Fels und nein. Einfach nur blau. Ja. Boah, so ein buntes Haus, Alter. Hilfe. Ja. Das ist echt nicht einfach.
Einfach die Mauer in Blau. So, komm her. Blau und... Okay. Gut. Dann mache ich das halt so. Dächer. Die gibt es ja für 0, aber das ist doch zu klein. Warum ist das so klein? Keine Ahnung. Kann es ja nicht in die Länge ziehen, ne? Oder? Warte mal. Ach, irgendwie. Hallo? Ist das weg? Warum ist das weg? Nein. Das ist eher rund. Oha. Nein. Nicht bis dahin, hallo? Das mit den Dächern ist nicht so einfach. Naja, dann lasse ich das halt so. Okay, dann eben nicht. Dann, hallo? Dann gehen wir erstmal in den Live-Modus wieder rein. Okay, dann. Upsa. Dann lassen wir uns jetzt mal so hier leben, ne? So. Können wir hier mal anfangen. Alles klar, bin nur gespannt, wie die hier zur Arbeit kommen wollen. Haha. Okay, was soll's? Rein mit euch. So, natürlich hat man gar nicht erstes. Was macht der hier? Eine Runde bilden?
Runde bilden. Nee, lass mal. Seven A. Yabosa. Ihnen geht's gut. Was ist mit ihr? Hoppala. Ihr geht's auch gut. Streicheln. Dag, Dag. Lecker geben. Whoa, Puma. Tananiwa. Lamejo. Kabah. Steve, Steve. Merbinogush. Mwanza. Tevene. Ashquin. Bikoya. Oh. Harnin Usam. Plumps. Troboy no Wangle. Yala. Snasha Sasorba. Könnt ihr euch da hochspringen? Bimbi. Mit Laserpointer spielen. Aha. Arogaba. Vivitab. Malifoy. Und er hier? Yops. Sabave. Good hero. Wadida. Hallo? Jetzt nimm doch mal das Tier da an. Wieso klappt denn das bei Ihnen jetzt nicht hier? Hallo. So, einmal die. Sammy hochheben. Freundschaft anbieten. Ja, ja. Streiche. Wer guckt denn da fern? Aktueller Kanalform, Kanalwechsel. Mach mal den Fernseher aus. Wo ist denn das Teil, was da lag? Es ist nicht mehr da, ne? Hat irgendeiner eingesteckt oder was? Da kann man so nichts machen. Hallo, wer ist denn da? Okay. Ja, ihr könnt doch damit spielen. Immer diese.
Ball geben. Und hier Futter ansehen. Genau, füllen. Füllen und Tier rufen. Kann man ja mal machen. Und Sammy auch. Gut, bei ihr ist jetzt so nichts, dann machen wir es mit ihr. Kann sie die beiden Tiere füttern, nicht wahr? So, komm her, komm. Jetzt kannst du da hingehen. Nein, dann kann ich noch näher ran. Geht die denn hin? Wenn du hast hier dein und nicht da oben. Macht der Ball solche, ach nee. Was machst du damit? E-Book lesen, E-Book spielen. Canafe. Nahara. Nahara. Ja, die ist immer noch da auf Klo. Ach, jetzt kommt sie. Quick, quick. Was ist jetzt mit Ihnen hier? Warte mal. Nee, das ist in Ordnung. Die Tierklinik, ja. Hat sie hier nicht? Die hat doch mal das gekauft, ne? Okay. Ich will ja auch gar nicht verreisen. Okay. Um.
Dibs! Ah ja, da fangen wir dann jetzt mal mit der Arbeit ganz neu an. Astronauten? Wer träumt nicht davon, ins Weltall zu reisen? Werde Astronauten und die Galaxie ist dein Spielplatz. Er hatte doch Geheimagenten, ja. Malerin. Schriftstellerin, Sportlerin, Technikguru. Verbrecherin. Aber die hat doch die Tierklinik gekauft, oder nicht? Gut, jetzt stand da nichts, aber was ist, wenn ich die kaufe? Man, er könnte doch hier oder Post Leckermaul, Schriftsteller, Sportler. Naja, Sportler ist so. Er kann Technikguru werden. So. Dean hat das eingeschlagen. Das heißt jetzt, wir gucken mal. Gut, da läuft er, muss mal die Blase drückt. Okay. In 2 Tagen muss er arbeiten. Na gut, hat er ja noch Zeit. Wo ist denn jetzt noch mal die Tierklinik? Hallo? Diese Steuerung hier ist ja... das nicht. ...79.000, wir haben 10.420, nur toll.
Nein. Okay. Dann muss er sich andere Arbeit suchen. Aber er geht ja noch in die Schule. Unterricht. Er kann ja auch arbeiten gehen. Telefon. Nee. Flurbis. Finigrow. Teroy. Numiv. Brinoggle. Brushel. Mayaba. Kann doch da auch Arbeit suchen, aber komisch, dass wir da die Auswahl nicht haben. Na gut. Hallo Katze. Aha. Okay. Aha, okay. Haben wir das auch mal gesehen? Und geht die jetzt fressen? Nein, spielt erstmal mit ihren eigenen Pinsel hinten. Aber jetzt ist sie am Essen. Aber eigentlich brauche ich doch noch einen für Wasser, ne? Normalerweise. Aber für Wasser habe ich da nichts gesehen im Laden. Na gut, Freunde. Warte mal, die kann ich erstmal aufräumen. Oh, Sammy, was ist denn? Willst du raus? Wohin gehst du? Wo läufst du hin? Ich sehe da keinen Vogel. Oh.
Synstagram-Key, was ist denn das? Oh, na Shaya. Oh. Okay. Dum, di dum, di dum, di dum. Ja, dann spiel mal draußen, ne? So, und ich spiel hier drin. Was macht er da? Wo ist die? Die andere ist da hinten, aha. So. Bancha, plus. Ah ja, kratzen, ne? Klar. Sie will ins Bett. In Ordnung, dann soll sie ins Bett gehen. Gut, Freunde, ich glaube, wir gehen auch ins Bett. Gleich 3:30 mitten in der Nacht. Naja. Heute am Sonntag, der 20. Januar. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich hier mit diesen letzten Bildern. Und sage dann bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dabei warst. Und ja, es ist einfach nur süß. Bis dann. Bye, bye.